Hallo und willkommen auf MX5 Roadtrips, dem Kanal über die Bergpässe der Alpen. Diesmal von der Höri, einer schönen Gegend zwischen Konstanz und Stein am Rhein, und zurück von einer 3-Tagestour über 4 Schweizer Pässe, bei der erstmals die Insta 360 One R und nicht die GoPros im Mittelpunkt der Reise standen. Dieses dritte Video ist dem Leica-Modul gewidmet, mit dem ich eine Abendfahrt über den Furka-Pass von der östlichen, von der wilden Seite her aufgenommen habe. Und wie ich finde, liefert das Leica-Modul sehr, sehr schöne Abendaufnahmen. Das ist das eine. Das zweite ist, es bietet zwei verschiedene Blickwinkel. Einerseits den 170-Grad-Blickwinkel, wie ihn die GoPro hat, dann filmt sie mit 5,7K in 30 FPS. Mir war aber wichtiger, dass in 60 FPS gefilmt wird und dabei engt sich der Blickwinkel dann etwas ein. Was sind die Probleme? Einerseits sind die Aufnahmen, die im Log-Modus gefilmt wurden, zwar ganz schön, aber sie sind nicht perfekt. Wie man sieht, flimmert der Asphalt und hat einen leicht bläulichen Ton. Das ist nicht natürlich und hier müsste sicher noch nachgebessert werden. Es kann aber auch an der Insta 2020 Software liegen. Das zweite zu behebende Problem ist, dass die Aufnahmen ja konvertiert werden müssen, weil auch das Leica-Modul die Stabilisierung in den Postprozess gelegt hat. Und dieser Post-Production-Prozess dauert ungeheuer lang. Also für eine 10 Sekunden Sequenz braucht die Software geschlagene 4 Minuten. Das liegt nicht am Rechner, der ist nur zu 5% ausgelastet, sondern es ist ein Softwareproblem. Insofern ist Insta zwar toll mit seinen Ideen, aber sie haben viele Baustellen, die noch gelöst werden müssen. Viel Spaß bei diesem dritten Video.